Jeder von uns hat die Fähigkeit, sein Leben selbst zu formen, doch viele wissen das gar nicht. Das ist der Kern der Lehren von Ernest Holmes und in diesem Video gehen wir tief in seine inspirierende Philosophie ein. Es ist nicht nur eine weitere Motivationsansprache, es ist ein praktischer Ratgeber, um dein göttliches Potenzial zu entfalten, ein Konzept, das Holmes viele Jahre lang verbreitet hat. Wenn du jemals das Gefühl hattest, dass es etwas Größeres im Leben gibt, das auf dich wartet, dann ist dieser Moment genau der, auf den du gewartet hast. Die Zuschauer werden erkennen, wie Holmes Gedanken eine neue Sichtweise darauf geben, wie man mit den Herausforderungen des Lebens umgeht, mit dem Wissen, dass sie überwunden werden können. Dieses Video zeigt anhand klarer Prinzipien und praktischer Beispiele, wie jeder die Kraft seiner Gedanken und Überzeugungen einsetzen kann, um wahre Veränderungen zu bewirken. Am Ende dieser Reise wird das Geheimnis von Erfolg, Zufriedenheit und innerer Ruhe gelüftet und du wirst besser verstehen, wie du es erreichen kannst. Die Stärke von Holmes Lehren liegt in ihrer Einfachheit. Seine Arbeit gibt nicht nur Hoffnung, sie liefert einen klaren, umsetzbaren Plan, der den Zuschauern hilft, ihre eigene spirituelle Kraft zu nutzen. Mit diesen Prinzipien kannst du aufhören, das Gefühl zu haben, nur ein Mitfahrer in deinem eigenen Leben zu sein und anfangen, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, um deinen eigenen Weg zu finden. In diesem Video geht es nicht um vage Ideen oder komplizierte Theorien. Es geht darum, dir die Werkzeuge an die Hand zu geben, die du brauchst, um ein erfülltes und bedeutungsvolles Leben zu gestalten. Es ist ein schrittweiser Prozess, der dir hilft, die Lücke zwischen dem, wo du jetzt stehst, und dem, wo du hin willst, zu schließen. Bleib dran, während wir die transformative Kraft entdecken, die Ernest Holmes sein Leben lang geteilt hat. Was du gleich erfährst, könnte deine Sicht auf Erfolg und Erfüllung für immer verändern. Bevor wir zum nächsten Teil dieses Videos übergehen, möchte ich Sie zu einer Aktion einladen, die entscheidend für unsere gemeinsame Reise ist. Wenn Sie diesen Inhalt als wertvoll empfinden, ziehen Sie bitte in Erwägung, den Kanal zu abonnieren, dieses Video mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen, die ebenfalls von diesen Informationen profitieren könnten, und hinterlassen Sie unten einen Kommentar mit Ihren Erfahrungen oder Fragen zur Realitätsprüfung. Ihre Interaktion ist entscheidend dafür, dass wir weiterhin Themen erkunden können, die Wahrnehmungen und Leben verändern. Zusätzlich habe ich eine besondere Gelegenheit für Sie, wenn Sie Ihr Verständnis und die praktische Anwendung der Konzepte, die wir diskutieren, weiter vertiefen möchten. Im ersten Kommentar dieses Videos finden Sie einen Link. Klicken Sie darauf, um Zugang zu exklusiven Ressourcen zu erhalten, die Ihr Verständnis darüber erweitern, wie die Realitätsprüfung als Brücke zu einem erfüllteren und realisierten Dasein dienen kann. Denken Sie daran, Wissen ist nur der Anfang. Die Anwendung dieses Wissens ist es, die unser Leben wirklich verändert. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihren Weg zur Selbsterkenntnis und persönlichen Ermächtigung zu vertiefen. Klicken Sie jetzt und beginnen Sie, Ihre Perspektive auf die Welt um Sie herum zu transformieren. Dr. Ernest Holmes hatte eine wirklich bemerkenswerte Erkenntnis. Es gibt eine göttliche Kraft, eine Art universelle Energie, die nicht nur irgendwo da draußen existiert, sondern auch in uns allen. Der spannende Punkt ist, dass wir diese Kraft nutzen können, um unsere Herausforderungen zu meistern und das Leben zu gestalten, das wir uns wünschen. Es ist fast so, als hätten wir eine Superkraft, von der wir bisher nichts wussten. Jetzt fragst du dich vielleicht, wenn ich so eine gottgegebene Kraft hätte, wäre mir das doch klar, oder? Genau das ist das Faszinierende daran. Diese Kraft war schon immer bei dir und heute werden wir entdecken, wie man sie aktiviert. Stell es dir so vor, du drückst den Lichtschalter und der Raum wird sofort hell. In diesem Moment nutzt du die Gesetze der Elektrizität, ohne viel darüber nachzudenken. Was wir heute erkunden, ist genauso simpel, aber mit einem viel größeren Potenzial. Wir werden lernen, unsere Verbindung zum göttlichen Geist zu aktivieren und unser Leben so zu erhellen, wie du es vielleicht noch nie für möglich gehalten hast. Wir stehen kurz davor, einen praktischen und leicht zugänglichen Ansatz zu entdecken, um diese universelle Kraft zu nutzen. So einfach, dass du dich fragst, warum hat mir das niemand früher gesagt? Okay, lass uns über dieses kraftvolle Konzept sprechen. Dr. Ernest Holmes brachte uns eine Idee näher, die zugleich simpel und tiefgründig ist. Es gibt eine positive Kraft im Universum, die größer ist als wir, und das Faszinierendste daran ist, dass wir sie anzapfen und in unserem Alltag einsetzen können. Überleg mal,
Wie oft machst du etwas so Einfaches wie das Einschalten des Lichts, ohne groß darüber nachzudenken? Was passiert da wirklich? Du bewegst nicht nur ein Stück Plastik. Du nutzt ein fundamentales Gesetz des Universums, das Gesetz der Elektrizität. Du machst dir eine Kraft zunutze, die deinem Willen folgt und sofort Licht in den Raum bringt. Aber es wird noch spannender. Dieser einfache Akt des Lichtanschaltens ist nur ein kleiner Teil eines viel größeren Bildes. Er spiegelt eine tiefere Wahrheit wider. Jede wissenschaftliche Entdeckung und jeder technologische Durchbruch basiert letztlich darauf, dass wir eine Kraft erkennen und lernen, sie zu nutzen, die schon immer existiert hat. Wir haben die Elektrizität nicht erfunden. Wir haben nur herausgefunden, wie wir sie anwenden können. Dr. Ernest Holmes vertritt die Idee, dass es eine größere göttliche Kraft gibt, auf die wir in allen Bereichen unseres Lebens zugreifen können. Genau wie die Elektrizität schon immer da war und darauf gewartet hat, genutzt zu werden, existiert auch diese positive Kraft immer und wartet nur darauf, dass wir sie erkennen und einsetzen. Überleg mal kurz, was wäre, wenn das Prinzip, das es dir erlaubt, das Licht einzuschalten, auch dazu genutzt werden könnte, dein ganzes Leben zu erhellen? Was, wenn du den Schalter umlegen könntest, nicht nur für Licht, sondern auch für Freude, Erfolg, Gesundheit und persönliche Erfüllung? Das ist die faszinierende Idee, die Dr. Holmes uns näher bringt. Lass uns dieses Konzept vertiefen und etwas erkunden, das vielleicht zuerst etwas abstrakt erscheint. Aber bleib dran, denn hier wird es wirklich spannend. Dr. Holmes sagt, dass es nicht merkwürdiger sein sollte, mit dem Geist Gottes verbunden zu sein, als zu verstehen, dass du innerhalb der Kraft der Schwerkraft lebst. Ich weiß, du denkst vielleicht, mit dem Geist Gottes verbunden? Das klingt ziemlich weit entfernt von der Realität. Aber lass uns das mal etwas einfacher machen. Denk einen Moment an die Schwerkraft. Du kannst sie nicht sehen oder anfassen, aber du weißt, dass sie existiert, oder? Sie hält dich auf dem Boden, sorgt dafür, dass die Planeten in ihren Bahnen bleiben und beeinflusst alles um dich herum. Du bist nicht die Schwerkraft, aber du nutzt sie ständig und profitierst von ihr, auch wenn du dir dessen nicht immer bewusst bist. Jetzt stell dir vor, der Geist Gottes funktioniert ähnlich. Es ist eine allumfassende Kraft, eine unendliche Intelligenz, die alles durchdringt. Und genau wie die Schwerkraft bist du nicht diese Kraft, aber du bist von ihr umgeben und wirst ständig von ihr beeinflusst. Der Schlüssel ist, du kannst lernen, bewusst mit ihr zu arbeiten. Dr. Holmes geht noch weiter und sagt, dass es nur einen Geist gibt, den Geist Gottes. Da wir alle Leben in uns tragen, nutzen wir diesen göttlichen Geist, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind. Stell es dir so vor, wenn der Geist Gottes ein riesiger Ozean wäre, dann wäre jeder von uns eine einzigartige Welle in diesem Ozean. Wir haben unsere eigene Individualität, aber wir bestehen aus derselben Essenz und sind mit dem Ganzen verbunden. Wir sind nicht von diesem göttlichen Geist getrennt, sondern seine Manifestationen. Und dabei geht es nicht um Religion oder den Glauben an eine bestimmte Gottheit. Es geht darum zu erkennen, dass es eine Intelligenz gibt, ein Bewusstsein, das allem zugrunde liegt, und dass wir eng mit ihr verbunden sind. Es geht darum zu verstehen, dass unsere Gedanken keine isolierten Einheiten sind, sondern Teil eines größeren Ganzen. Nachdem wir nun dieses Konzept verstanden haben, dass wir mit einem göttlichen Geist verbunden sind, sprechen wir darüber, wie sich das in unserem täglichen Leben zeigt. Es geht um das Leben selbst. Diese unsichtbare, aber unbestreitbare Kraft, die alles um uns herum belebt. In diesem Zusammenhang bedeutet Leben nicht nur biologisch zu existieren, sondern eine dynamische und kraftvolle Energie, die alles bewegt. Es ist die Kraft hinter Wachstum, Kreativität, Heilung und Veränderung. Das ist keine abstrakte oder philosophische Idee. Es ist etwas Reales, das du fühlen und beobachten kannst. Denke an einen Samen, der wächst und zu einem Baum wird, an eine Wunde, die heilt, oder an die ständige Erneuerung der Zellen in deinem Körper. Das ist die Lebenskraft in Aktion. Sie ist in dir, umgibt dich und fließt in jedem Moment durch dich hindurch. Und jetzt kommt der spannende Teil. Diese Lebenskraft, diese Verbindung zum göttlichen Geist, ist nichts, was du erkämpfen oder dir verdienen musst. Sie ist nicht nur für Heilige oder spirituelle Lehrer reserviert, sondern ein Geschenk, das dir gegeben wurde, weil du existierst. Es ist, als hättest du eine Superkraft, von der du erst jetzt bewusst lernst, wie man sie einsetzt. Stell dir vor, du hättest das fortschrittlichste Smartphone der Welt, würdest es aber nur zum Telefonieren nutzen.
Jetzt entdeckst du all die großartigen Apps und Funktionen, die es bietet. Genau das machen wir hier. Wir schalten das volle Potenzial dieses göttlichen Geschenks frei, das in uns allen steckt. Diese Lebenskraft ist die gleiche Kraft, die die Planeten in ihren Bahnen hält, die Samen zum Wachsen bringt und die Evolution antreibt. Und genau diese Kraft kannst du nutzen, um dein Leben zu transformieren, Probleme zu lösen und deine Wünsche zu manifestieren. Der göttliche Geist macht keine Unterschiede. Er ist jederzeit für jeden zugänglich. Der Schlüssel liegt darin, zu lernen, sich mit dieser Kraft zu verbinden und in Harmonie mit ihr zu arbeiten, anstatt dagegen. Jetzt, wo wir diese kraftvolle Idee verstanden haben, wollen wir darüber sprechen, wie wir diese göttliche Verbindung in unser tägliches Leben integrieren können. Dies ist der Moment, in dem Philosophie zur praktischen Handlung wird. Um auf diese Kraft zuzugreifen, musst du deine Denkweise ändern. Es geht darum, deine Gedanken und Überzeugungen auf die unendliche Weisheit des göttlichen Geistes abzustimmen. Hier sind einige praktische Schritte, die dir helfen können. Konzentriere dich auf Lösungen, nicht auf Probleme. Das ist entscheidend. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, denke nicht, ich habe ein Problem und weiß nicht, was ich tun soll, sondern ändere deine Perspektive in, ich habe die Chance zu wachsen und vertraue darauf, dass die göttliche Führung mir den Weg zeigt. Diese einfache Denkweise öffnet dir Türen zu Einsichten und Lösungen, die du zuvor vielleicht übersehen hast. Tägliche Verbindung. Nimm dir jeden Tag Zeit für Stille, um dich mit dieser göttlichen Kraft zu verbinden. Ob durch Meditation, Gebet oder stille Reflexion, die Form ist weniger wichtig als die Absicht. In dieser Zeit beruhige deinen Geist und öffne dich für Eingebungen. Du wirst erstaunt sein, welche Einsichten auftauchen, wenn du Raum dafür schaffst. Positive Affirmationen. Unsere Gedanken haben große Kraft. Indem du bewusst positive Gedanken wählst, bringst du dich in Einklang mit der positiven Energie des göttlichen Geistes. Beginne deinen Tag mit Affirmationen wie »Ich bin verbunden mit unendlicher Weisheit und Kraft« oder »Die göttliche Führung zeigt mir die perfekte Lösung für jede Situation.« Vertraue dem Prozess. Denke daran, im Geist Gottes gibt es keine großen oder kleinen Probleme. Alles ist gleichermaßen lösbar. Vertraue darauf, dass die Antworten bereits da sind und nur darauf warten, entdeckt zu werden. Allein dieses Vertrauen öffnet dir Türen und schafft neue Möglichkeiten. Folge deiner Intuition. Während du diese Techniken anwendest, wirst du wahrscheinlich Momente der Inspiration oder Intuition erleben. Ignoriere diese Eingebungen nicht, denn sie könnten die göttliche Führung sein. Handle danach, auch wenn sie zunächst keinen Sinn zu ergeben scheinen. Dankbarkeit üben. Dankbarkeit ist ein mächtiges Werkzeug, um dich mit dem positiven Fluss des Lebens in Einklang zu bringen. Nimm dir jeden Tag Zeit, das Gute in deinem Leben zu schätzen, egal wie klein es erscheinen mag. Das versetzt dich in einen Zustand der Empfänglichkeit und öffnet den Raum für mehr Segen und Lösungen. Visualisiere dein gewünschtes Ergebnis. Nutze die Kraft deiner Vorstellung, die an sich schon ein göttliches Geschenk ist. Nimm dir jeden Tag Zeit, um dir dein Leben so vorzustellen, wie du es dir wünschst, und fühle die Emotionen, als hättest du deine Ziele bereits erreicht. Das ist keine Fantasie, sondern eine kraftvolle Methode, um deine Wünsche dem göttlichen Geist zu übermitteln. Diese Praktiken sollen nicht dazu führen, dass du Veränderungen durch bloßen Willen erzwingst, sondern dich in den Fluss der göttlichen Weisheit bringst, damit sie durch dich wirken kann. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen deinem individuellen Ausdruck und der unendlichen Kraft des Universums. Ich verstehe, dass einige von euch vielleicht denken, das klingt in der Theorie gut, aber meine Probleme sind real und kompliziert. Wie kann mir das bei den konkreten Herausforderungen helfen, vor denen ich stehe? Diese Frage ist berechtigt und ich möchte sie direkt ansprechen. Zuerst müssen wir anerkennen, dass das Leben durchaus schwierig sein kann. Jeder von uns hat Herausforderungen, die überwältigend erscheinen, aber genau hier wird diese Lehre transformativ. Wenn du beginnst, deine Herausforderungen als Chancen zu betrachten, um dein wahres Selbst auszudrücken und auf diese unendliche Weisheit zuzugreifen, verändert sich alles. Es geht nicht darum, Probleme zu ignorieren oder zu leugnen, sondern sie aus einer neuen Perspektive zu sehen. Wenn du erkennst, dass dir die gesamte Weisheit des Universums zur Verfügung steht, erscheinen die Probleme plötzlich anders. Sie werden zu Wachstumschancen, in denen du die göttliche Führung in deinem Leben zum Ausdruck bringen kannst. Nehmen wir das Beispiel von finanziellen Schwierigkeiten. Die übliche Reaktion wäre Stress und das Gefühl, vor einem unüberwindbaren Hindernis zu stehen. Mit diesem neuen Verständnis kannst du die Situation anders angehen.
Du kannst deine Verbindung zur göttlichen Weisheit nutzen, um neue Einkommensquellen zu finden, unerwartete Chancen zu entdecken oder Ressourcen zu erkennen, die dir vorher nicht bewusst waren. Oder denke an Beziehungsprobleme. Anstatt sie als Misserfolge oder Hindernisse zu betrachten, siehst du sie als Gelegenheit, die unendliche Liebe und Weisheit des göttlichen Geistes zu nutzen. Das kann zu neuen Ebenen von Mitgefühl, Kommunikation und Verständnis führen. Selbst gesundheitliche Herausforderungen lassen sich anders betrachten. Es geht nicht darum, medizinische Ratschläge zu ignorieren, sondern darum, sie mit einem tiefen Vertrauen in die Lebenskraft zu ergänzen, die durch dich fließt. Während du die natürlichen Heilkräfte deines Körpers unterstützt, erinnere dich daran, dass die göttliche Führung, ähnlich wie die Schwerkraft, immer aktiv ist, unabhängig davon, ob du sie bewusst wahrnimmst oder nicht. Diese Führung ist stets gegenwärtig und bereit, dir zu helfen, den richtigen Weg zu finden. Deine Aufgabe ist es nicht, alles allein herauszufinden, sondern dich für diese Führung zu öffnen und darauf zu vertrauen, wenn sie sich zeigt. Es ist genauso wichtig, Geduld mit dir selbst zu haben, während du lernst, mit dieser Kraft zu arbeiten. Wie jede neue Fähigkeit braucht auch dies Zeit und Übung. Vielleicht wirst du nicht sofort dramatische Veränderungen sehen, aber wenn du diese Prinzipien konsequent anwendest, wirst du nach und nach kleine Transformationen wahrnehmen. Lösungen könnten plötzlich klarer werden, du wirst dich gelassener gegenüber Herausforderungen fühlen und unerwartete Chancen können sich auftun. Erinnere dich, du bist auf diesem Weg nicht allein. Du arbeitest mit der stärksten Kraft des Universums zusammen und diese Partnerschaft kann dir helfen, jedes Hindernis zu überwinden, das auf deinem Weg liegt. Zum Abschluss dieser Reflexion über die Lehren von Dr. Ernest Holmes möchte ich, dass du für einen Moment innehältst. In dir gibt es eine direkte Verbindung zur unendlichen Weisheit und Kraft des Universums. Du musst nichts erobern oder finden. Es ist bereits da und wartet nur darauf, dass du es erkennst und nutzt. Stell dir vor, wie sich dein Leben verändern könnte, wenn du jeden Tag mit diesem Bewusstsein beginnen würdest. Was, wenn du Probleme nicht mehr als Hindernisse, sondern als Chancen betrachten würdest, die göttliche Weisheit in deinem Leben auszudrücken? Was wäre, wenn du dich nicht durch äußere Umstände begrenzt fühlen würdest, sondern dein unendliches Potenzial erkennst? Es geht nicht darum, magische Lösungen zu erwarten oder die Realität zu verleugnen, sondern eine tiefere Wahrheit zu erkennen, eine Kraft, die immer bei dir ist. Dieses Bewusstsein zeigt dir, dass du nicht nur ein physisches Wesen bist, das ums Überleben kämpft, sondern ein spirituelles Wesen mit Zugang zu unendlichen Ressourcen. Deshalb möchte ich dir jetzt diese Herausforderung stellen. Beginne heute. Wähle eine der Praktiken, über die wir gesprochen haben. Vielleicht einen Moment der täglichen Verbindung mit dir selbst oder die Übung positiver Affirmationen. Vielleicht möchtest du auch ein aktuelles Problem mit dieser neuen Perspektive angehen. Was immer du wählst, verpflichte dich, es eine Woche lang konsequent umzusetzen und beobachte, was passiert. Denke daran, dies ist eine Reise. Du entwickelst eine neue Denkweise und Lebensweise und das erfordert Zeit. Sei geduldig mit dir selbst, aber bleibe konsequent. Die Kraft ist bereits in dir. Es ist nun an der Zeit, sie zu aktivieren und dein Leben vollständig zu erleuchten. Zum Abschluss möchte ich, dass du dich an etwas sehr Wichtiges erinnerst. Die transformative Kraft, von der wir heute sprechen, ist nicht etwas, das weit entfernt oder außerhalb deiner Reichweite liegt. Sie ist bereits in dir und wartet nur darauf, aktiviert zu werden. Du hast die Fähigkeit, deine Realität zu verändern, deine Herausforderungen mit einer neuen Denkweise anzugehen und auf die unendliche Weisheit zuzugreifen, die dir jederzeit zur Verfügung steht. Es geht nicht darum, ob es funktioniert, sondern wann du beginnst, diese Prinzipien in deinem Leben anzuwenden. Alles, worüber wir gesprochen haben, die Verbindung mit dem göttlichen Geist, das Praktizieren von Affirmationen, die Visualisierung und das Vertrauen in den Prozess, sind praktische Werkzeuge, die du sofort einsetzen kannst. Diese Techniken erfordern keine drastischen Veränderungen deines Lebens auf einmal. Es geht um kleine Anpassungen, eine neue Art zu denken und zu handeln, die mit der Zeit zu großen Veränderungen führen. Je mehr du übst, desto mehr wirst du die Ergebnisse sehen. Denke daran, es geht nicht darum, die Herausforderungen des Lebens zu vermeiden, sondern sie aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Wenn du deine Denkweise gegenüber Problemen änderst, öffnest du dich für Lösungen, die du vielleicht zuvor nicht gesehen hast.
Das ist die wahre Kraft, die dir zur Verfügung steht. Eine Kraft, die Hindernisse in Gelegenheiten für Wachstum verwandelt. Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Inhalt hilfreich war, oder wenn du denkst, dass diese Ideen auch anderen Menschen helfen können, dann nutze diesen Moment, um den Kanal zu abonnieren. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du Benachrichtigungen für kommende Videos erhältst. So verpasst du keine Tipps oder Einblicke, wie du diese kraftvollen Lehren in deinem Alltag anwenden kannst. Ich freue mich darauf, deine Kommentare unten zu lesen. Teile deine Gedanken, Fragen oder Erfahrungen mit uns. Ich bin gespannt, wie du diese Praktiken umsetzt und welche Veränderungen du bereits erlebt hast. Wenn du jemanden kennst, der von diesem Inhalt profitieren könnte, teile das Video. Lasst uns gemeinsam diese Botschaft der Transformation verbreiten und mehr Menschen helfen, das göttliche Potenzial, das in uns allen steckt, zu entfalten.